Machen Sie sich unglücklich. Wollen Sie zwei Menschen auf dem Gewissen haben? Ob einen oder zwei? Schäfer, dafür in den Knast. Sie sind doch kein Dummkopf. Wenn mein Hof nicht mehr ist, was habe ich denn dann noch? Wollen Sie, dass das ganze Dorf Sie als Mörder im Gedächtnis behält? Keinen Schritt weiter. Werner. Sie bekommen doch eine neue Chance, Herr Schäfer. Mit dem Geld können Sie sich einen neuen Hof kaufen. Vielleicht renkt sich das mit Ihrer Frau auch wieder ein. Sie können mich nicht wegschicken. Ach, kann ich nicht? Ich brauche ein Versteck. Ja, warum gehen Sie nicht ganz einfach zur Bahnhofsmission? Und 10.000 Euro für einen Pass. Da brauchen Sie noch nicht mal einen Pass. Frau von Heidenberg, mir ist gerade gar nicht nach Scherzen zumute. Komisch, ich finde es nämlich aberwitzig, dass Sie ausgerechnet mich um Hilfe bitten. Sie sind nur noch was schuldig. Etwa für die nicht vorhandene Hilfe damals bei Valentina? Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich keine Säuglinge entführe. Und ich hatte Ihnen gesagt, dass ich nicht Mutter Teresa bin. Ich hätte Ihrem Mann damals sagen können, dass Sie Ihr Kind verloren haben. Götz ist tot. Sie können mir nichts nachweisen. Also, wenn ich bitten dürfte. Unter welchem Namen sind Sie hier eigentlich gemeldet? Barbara von Heidenberg? Silvia Sachtleben? Consuela Martinez da Silva? Was meinen Sie, was die Polizei wohl zu dieser multiplen Persönlichkeit sagen würde? Und zu der Tatsache, dass in jedem der Ausweise ein Kind eingetragen ist? Und? Schick, totschick sogar. Und wir sind jetzt wieder hochaktuell. Kaum wartet man mal 40 Jährchen. Jetzt brauchen Sie nur noch ein passendes Kleid dazu. Aber wenn ich mir überlege, dass du die bei deiner Hochzeit schon getragen hast. Also wenn ich die Dinger so sehe, dann kommt es mir tatsächlich vor wie gestern. Ich kann mich so genau noch an meine Hochzeit erinnern. Ob ich auch so glücklich werde wie Alphonse und du? Ach, natürlich. Warum denn nicht? So, jetzt die Dinger aber ausziehen, dann, die müssen jetzt auf Hochglanz. Ach, ich mach das schon. Nein, nix da. Danke. Tschüss. Mach ich gern. Die beiden sind schon so lange zusammen. Ach, das schaffst du auch, wenn du dem Grießkram so oft wie möglich aus dem Weg gehst. Aber falls er mir auf den Keks ginge, dürfte ich ihn doch zu dir schicken, oder? Ah, wenn du Nils nimmst. Abgemacht. Ah. Ihr zwei habt so gut. Ihr habt eure Traummänner schon gefunden. Moment, heute geht es nur um die Braut, wenn ich bitten darf. Ich frage mich nämlich schon die ganze Zeit, was macht ihr eigentlich? Bleibt ihr hier? Zieht ihr weg? Tanja hat hier ihre Karten dabei. So, jetzt weißt du es, es ist raus. Sie ist nur hier wegen ihrer puren Neugierde. Oh nein, Tanja, du weißt, ich glaube nicht. Nein, du sagst es bitte nicht Hokuspokus. Wie mein Dad? Mhm. Es interessiert mich einfach nicht. Hauptsache Robert und ich sind zusammen. Tanja. Bitte? Es ist dir egal, ob ich das jetzt will oder nicht. Natürlich. Mischen. Na, jedenfalls habe ich gestern Nacht vor lauter Aufregung kaum ein Auge zugemacht. Deswegen bist du heute so... So schlecht. Nochmal. Heike! Was ist? Was ist? Jetzt bist du so schreckhaft. Nichts. Ach. Tanja ist gestern meinem Vater über den Weg gelaufen und seitdem sehe und höre ich ihn hier überall. Manchmal, ich dachte, er sitzt im Knast. Er ist ausgebrochen. Naja, er wird ja wohl kaum so dumm sein und hier bei dir auftauchen, oder? Wer weiß. Selbst wenn, ich bin ja noch da. Ich werde dich beschützen. Dann bin ich beruhigt. Ah, Scheiße. Ist was passiert? Du kannst doch den Bräutigam nicht vor der Hochzeit niederschlagen.
Ich hab nicht aufgepasst. Oh Mann. Hoffentlich kriegt das Eva nicht mit. Sonst kriegst du es mit ihr zu tun. So, komm. Jetzt legst du dich etwas hin nach dieser ganzen Aufregung. Ich bekomme jetzt kein Auge zu. Also, wenn du nicht gewesen wärst, dieser Wahnsinnige, der hätte mich bei lebendigem Leibe verbrannt. Komm, trink erst mal was. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du nur 5 Minuten später gekommen wärst. Ach, diese Bauern, die poltern oft mal los, spielen gerne den wilden Mann. Aber im Endeffekt tun sie keiner Fliege was zuleide. Der wollte uns umbringen. Das Schicksal hat diesem Mann in letzter Zeit übel mitgespielt. Dann ist ihm auch noch die Frau weggelaufen. Da kann einem schon mal die Sicherung durchbrennen. Schäfer ist doch kein Mörder. So was hat noch kein Mann für mich getan. Dachte, du mischst noch ewig weiter. Immer mit der Ruhe, ja? Also, da wir das dann diesen Hokuspokus nicht glaubst, warst du ziemlich gewissenhaft. Also, was soll ich jetzt tun? Konzentrier dich, nimm deine linke Hand des Herzens und zieh bitte 3 Karten. Wir wollen nämlich wissen, was war, was ist und was kommt. Ja! De la Vaz! Das ist gut, oder? Hallo? Das ist die beste Karte von allen. So, und jetzt würden wir gerne wissen, was kommt. Der Ritter der Schwerter und der Turm. Und was bedeutet das? Oh, Entschuldigung. das bedeutet, pass auf, dass ein Mann kommt, mit dem ihr Geschäfte machen könnt. Und der Turm? Das musst du sinnbildlich sehen, ja. Es geht hoch hinaus. Klingt doch super. Ja, weil wenn ihr Glück habt, dann verdient ihr so viel. Ihr könnt euch dann alles leisten, was ihr wollt. Das ist doch gut. Das ist doch bestens. Ich helfe Hildegard jetzt beim Tischlecken. Und ihr kommt wahrscheinlich gleich. Ja. Ein Mann, mit dem ihr Geschäfte machen könnt. Ja, Entschuldigung, was sollte ich denn? Und vielleicht stimmen die Karten ja gar nicht. Ich glaube schon. Die Karten können sie ja mal irren. Du, wir müssen gut auf sie aufpassen. Sehr gut. Bitte versprich mir, sag Eva erstmal nichts davon, okay? Der Bademantel Ihres Ex-Mannes steht mir ausgezeichnet. Machen Sie es sich nicht zu bequem. Ein paar Tage werden wir es schon miteinander aushalten, bis meine Papiere da sind. Hm? Und jetzt brauche ich was zu essen. Ich habe mich die letzten Tage nur von Beeren und Essensresten aus dem Mülltonnen ernährt. Das klingt sehr verlockend. Ich möchte ein Steak mit Spinat, Bratkartoffeln und sehr viel Senf. Soll ich anrufen? Bitte? Je weniger Sie sich querstellen, umso weniger unangenehm wird das Ganze für uns beide. Hm? Was macht Sie eigentlich so sicher, dass ich nicht die Polizei informiere? Etwa die Knarre, die Sie da bis jetzt erfolgreich von mir versteckt haben? Haben Sie die am Wärter geklaut? Ich bin ganz sicher, dass Sie es nicht tun. Dafür sind Ihnen Ihre falschen Identitäten viel zu wichtig. So, und jetzt hätte ich wirklich Hunger. Sie wollen also 10.000 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Ihnen das Geld gebe. Ich mir auch.
Dafür müssten Sie mir allerdings einen kleinen Gefallen tun. Ah, keine Kindsentführung. Das ist nichts für mich und daran hat sich auch nichts geändert. Wenn Sie so freundlich wären. Blutig. Ein Steak. Ach, und hätten Sie vielleicht zufällig ein klein bisschen Waffenöl zu Hause? Ich würde gerne eine Anzeige machen. Ja, ich kann warten. Was tust du da? Auch wenn nichts passiert ist, ein kleiner Denkzettel kann dem Bauern nicht schaden. Aber schon allein zu seinem Schutz. Nachdem du mir vorhin so viel erzählt hast, ich denke, Herr Schäfer ist genug gestraft. Das sind ja ganz neue Töne. Du hattest doch vorhin... Er kann sich bei dir bedanken. Einem sehr verständnisvollen und weisen Mann. Hm. Gefällt es dir nicht, wenn ich auf dich höre? Naja, schon, aber... Sag mal, warum hat er dich die ganze Zeit als Hexe tituliert? Bitte? Hexe? Ach, in unserer Branche sind Anfeindungen leider üblich. Ja, Hexe ist da noch mit das Allernetteste. Ja, ich kann es sogar irgendwie verstehen. Leute wie Schäfer am Rande der Existenz, da sucht man ein Ventil. Und da kommen wir Immobilienhaie gerade recht. Ich glaube, ich sollte mich mal meines Benzingeruchs entledigen. Entschuldigst du mich? Ach, sag mal, was hast du denn mit dem Hof vor? Du, das Grundstück ist schon so gut wie verkauft. An einen älteren Industriellen, der dort seinen Lebensabend verbringen möchte. Ach ja, auch, danke. Ich hoffe, du hast einen guten Schnitt gemacht. Die Grundstückspreise haben hier in der letzten Zeit ziemlich angezogen. Sehen wir uns heute Abend? Bin ziemlich unter Zeitdruck. Hochzeit meines Sohnes. Gib mir die Chance, mich für deinen Einsatz erkenntlich zu zeigen. Na ja. Wenn du mich so bittest. Zeit bis morgen früh. Dann sind Sie von meinem Grundstück verschwunden, Herr Schäfer. Sag doch, was riecht denn hier so penetrant? Hast du neues Aftershave? Das ist Benzin. Ach, brauchst du jetzt schon Benzin, um dein Feuer bei Frauen zu entfachen? Ach, bist du neidisch? Auf deinen verzweifelten Versuch, sich gegen das Alter zu wehren, nein. Trotzdem werde ich heute Nacht nicht allein zu Bette gehen. Im Gegensatz zu dir. Mach dir um mich keine Sorgen. Wir wissen doch alle, dass auch kein halbwegs vernünftiger Mann dich mit der Feuerzange anfassen würde. Oder hast du vielleicht doch ein Opfer gefunden? Sag mal, hast du nichts anderes zu tun? Musst du nicht irgendwas vorbereiten für Roberts Hochzeit? Doch, natürlich, ja. Zu der es übrigens ohne dein Zutun nicht so schnell gekommen wäre. Dann sieh das mal als mein Hochzeitsgeschenk. Wann heiratet dein Sohn eigentlich? Bist du sicher, dass du eine Einladung bekommst?